Schauen Sie, sehr viele Ökonomen, übrigens auch in Griechenland zunehmend, zweifeln ja daran, dass Griechenland, hören Sie auf das, was der Internationale Währungsfonds sagt, ohne einen wirklichen Schuldenschnitt auf seine Probleme gelöst werden können. Ein wirklicher Schuldenschnitt, das ist aber völlig unstreitig, das muss man nur zur Kenntnis nehmen, oder man muss es auch wissen und zur Kenntnis nehmen, ein wirklicher Schuldenschnitt ist mit einer Mitgliedschaft in der Währungsunion unvereinbar. Und wenn man nun einen Schuldenschnitt für notwendig hält, dann wäre es natürlich, oder wenn man glaubt, dass es der bessere Weg für Griechenland ist, dann haben viele gesagt, wenn man das mit Griechenland vereinbaren könnte, wir haben ja nie gesagt, wir zwingen das auf, das können wir auch nicht, das wollen wir nicht, hat niemand vorgeschlagen. Aber es wäre vielleicht für Griechenland der bessere Weg, und das sagen nun viele übrigens zunehmend auch in Griechenland. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, gilt als die mächtigste Politikerin in Europa. Hätte sie nicht bei den Verhandlungen weiter auf einen Grexit drängen sollen, nach diesen Vorstellungen, die Sie da entworfen haben? Also wäre sie besser nicht weich gewesen? Nein, die Bundeskanzlerin ist weder weich noch hart, sondern sie ist wie ich auch und wie viele andere, wie Sigmar Gabriel, den Sie erwähnt haben, da gibt es doch keinerlei Unterschiede innerhalb der Bundesregierung, wie die allermeisten in Europa darauf bedacht, dass wir Europa zusammenhalten, dass wir Europa voranbringen. Darum ringen wir um die beste Lösung. Da hat auch nicht der eine Recht und der andere Unrecht. Aber unterschiedlicher Meinung sind Sie damit, Herr Kanzler? Ja, das gehört zur Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass man miteinander diskutiert. Die Freiheit der Menschen beginnt damit, dass jeder seine eigene Meinung haben darf. Und dann ringt man um gemeinsame Lösungen und nimmt sich's ernst. Die Staats- und Regierungschefs haben sich ja wirklich auch nicht leicht gemacht, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und jetzt wollen wir schauen, ob diese Lösung geht. Wir werden uns alle Mühe geben, aber noch einmal, einfach ist es nicht. Und die ganzen